Herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Runde Hand Showdown mit Kundan. Guten Tag. So, mal schauen, ob wir diesmal selber mal zum Bounty kommen und nicht wieder irgendwen das wegnehmen müssen. Wäre natürlich jetzt auch kein Problem, aber ja, kann ja nicht schaden. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Ausgang vor uns. Ich sehe einen Hinweis im Westen und einen im Süden. Oh, ah ja. Besten ist aber in die Map rein. Am ersten Mal drehen ist mir einfach gar keiner aufgefallen. So, du hast wieder alles mit. Messer, Medikit. Ja. Da ist alles am Start. Jetzt habe ich wieder so kleine Lags. Ja, ich auch. Oh, habe ich dich getroffen? Nee, alles gut. Ich habe gerade schon einen Schuss gehört, du auch? Nee, habe ich jetzt tatsächlich nicht gerade. War schon vor dem ersten Zombie-Angriff, den ich getötet habe. Okay. So in die Richtung, aber auch in die wir laufen. Ah, hörst du wieder? Norden? Na, so Nordwest würde ich fast sagen. Also, ja, Nord-Nordwest ist gut. Der Hinweis müsste aber hier vor uns sein, an diesem kleinen Hütchen da. Hand-Showdown, ey. Oh, wir werden, ja, die laufen parallel zu uns. Hier wäre aber ein Zaun zum drüberspringen. Ich springe auch mal rüber. Oh. Hinweis ist... Was ist hier so laut, Kundran? Ich hab Zombies getötet. Okay. Mehr schlecht als recht. Aber alles gut. Scheiße, gibt's jetzt nur noch diesen einen Hinweis? Den will ich aber gar nicht. Also, ja, die Zuschauer haben gesagt, es gibt in jedem Gebiet, würde es einen geben. Boah. Da hinten ist auch noch einer. 330. Ja, stimmt. Ach Gott, gleich müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Wir haben jetzt in der letzten Runde hatten wir schon so einen krassen Dude dabei. Den haben wir zwar selber nicht gesehen, aber der lag da rum. Mhm. Okay. Ja, Vögel in dem Ding sind nervig. Wollte gerade sagen, also habe ich nicht gesehen. Ah, ich hatte sie gehört, also man hätte es vermeiden können. Okay. Die Schüsse sind aber eher jetzt Nordost. Ja. 15 bis zwischen 15. Aber nicht am Ausgang, würde ich sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, was... Oh, das war jetzt hier rechts links von uns. Hast du das gehört? 255? Ja. Ich habe nur gerade trotzdem rechts von uns im Hive. Ja. Ich glaube, die Schüsse waren jetzt gar nicht so weit weg. Ich bin trotzdem noch sehr gespannt, was kommt. Oh, es wird ja in allen Ecken und Enden gerade geschossen. Jetzt Richtung Norden. Also es sind drei unterschiedliche Teams, die schießen. Die im Norden schießen mir fast zu oft. Da muss der Boss sein. Kannst mal gucken. Oh, hier ist ein Brecher drin, Kunden dran. Shotgun nehmen oder weglaufen? Messer. Oh, fuck. Komm, ein noch. Ja, danke. Ja, wo ist der? Also ja, alles gut. Der Hinweis ist hier in der Nähe. Ja, genau, da. 345. Dann wir. Guck mal, ich renne jetzt rein. Achtung, die Vögel werden aufschrecken. Guck mal auf die Map. Jetzt. Ja, ist immer noch. Kurz den Endpunkt gesehen. Also nee. War es kurz verbuggt? Also ich hab's nicht gesehen. Letzte Mal ist uns das nämlich passiert. Das hat einer in die Kommentare. Moment, die Raben waren auch wer, ja. Letztens hat einer in die Kommentare geschrieben, dass in dem Moment, in dem wir den Hinweis geludet haben. Ja, warte. Oh. Okay. Kurz der Endpunkt angezeigt wurde. Okay, vielleicht hab... Persönlich, also ich hab's nicht bewusst gesehen. Also ich hab's auch selber im Video danach gesehen, dass es... Ach, scheiße. Alice Farm ist echt die schlimmste. Die kommen. Kundran. Komm schon, Kundran. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich hab ein ganzes Leben verloren. Das ist krass, ne? Die Hunde sind super krass, was den Damage angeht. Haben wir einen Wagen? Warte, hier, ja, hier rechts direkt. Wir sind direkt da.
So ist es. Das fährt wann auch wir? Ich hasse es, der Suchende zu sein. Ich habe super gerne die drei Hinweise und kann dann richtig normal vorgehen, ohne dass mir dieser Random-Gedöns den Weg vorgibt. Gerade einen interessanten Grafikbug. Was denn? Unter meiner Pistole schiebt sich irgendwie, ja, als würde sich Wasser dann lang schieben. Oder ist es? Nee, das soll nicht so. Nee. Das sieht ganz komisch aus. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Habe ich hier irgendwie raus? Komm schon. Explosion Nordost. Schüsse Norden. Hinweis ist closed. Ah, oh, fuck. Nicht der Friedhof. Hast du alles, was hier ist? Da ist noch der Hinweis da vorne. Ich meine. Achso, ja, die Zombies habe ich. Das ist close, oder? Ja, das ist in der Hütte da vorne, wo wir mal gegen die Spinne gekämpft haben. Das wird auch der Endpunkt sein. Ich nehme eben, bin dran und. Ja, Norden, genau. Ist der Endpunkt. Ja. Und da kämpfen die auch. Wenn wir einen guten Blick auf die Scheune haben, reicht das ja schon wieder. Waren wir wieder nicht die Ersten da. Das ist echt krass. Wir hatten sonst häufig... Müde? Er hat uns gesehen. Er steht draußen auf der Scheune. Zumindest glaube ich, dass er uns gesehen hat. Kann auf jeden Fall nicht. Nee, hat nicht auf mich... Also er hat jetzt einen Hit kassiert. Er schießt auf Zombies oder so. Kann dir dann nicht groß helfen. Ich habe meine Pistole in die Hand, aber... Einer down. Ja, habe ich gesehen, wie er umgefallen ist. Der andere war aber auch noch da. Ich habe gesehen, dass sie zu zweit waren. Läuft ja, jetzt hin. Geht zu ihm hin. Ist drinne im Haus. Soll ich ein bisschen vorgehen? Ah, ne, ich komme mal zurück. Jetzt kommt er raus. Und tot. Perfekt. Pferd hinter uns links. So Richtung 240 wird ja, ein Pferd. Ja. Shit. Können das von den Schüssen sein, weil wir ja nicht so weit weg waren? Ich glaube, dafür ist das Pferd zu weit weg gewesen. Vom Gefühl her. Ah, da ist so ein Maden. Ich meine, gegen den haben die gekämpft. Hive hinter uns, Kunran. Ich muss... War mir, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Wir gehen auf das Dach hoch, wo die waren. Wenn möglich. Sieht schlecht aus. Der war doch schneller da, als ich dachte. Der wurde nicht langsamer durch das Wasser. Nee, eindeutig nicht. Okay. Hier liegen sie. Tut mir leid, Jungs. Die haben ihn angegriffen. Aber noch Viehschaden haben sie ihm noch nicht gemacht. Ja, die haben, glaube ich, auch... Kommt der überhaupt hier hoch? Ja. Sehr gut. Raus kurz. Okay, er kommt hoch. Ich dachte, man könnte von drinnen deffen, weißt du? Wäre ziemlich... Ich bin runtergefallen, Kunran. Ja, was soll ich tun? Ich komme nicht wieder hoch. Ich kenne mich hier unten leider nie aus. Da brennt's irgendwie, oder? Ja, das war ich. Bin wieder da. Raus. Okay, jetzt dürfen wir hier nicht auf dem Präsentierteller stehen. Phase 2 schon. Stimmt. Explosives Fass hier neben uns. Ist auch ja, scheiße. Ja, ich weiß.
Macht mir auch zu denken. Ich weiß nicht, ob man ihn oben wirklich aggro macht. Also. Boah, ich weiß nicht, ob ich Gegner gesehen habe. Er ist wieder auf dem Weg, er ist oben. Ja, Gegner. Und dann lass mich bei raus. Süden bei dem Camp hinten. Ja. Sehen nicht mehr. Du meinst, du hast ihn gesehen? Also. Ja, ich hab. Auf, da war auf jeden Fall einer, hundertprozentig. Es war auch kein Zombie. Okay, okay, okay. Hier weißt du, wo er hingegangen ist? Nee, ich hab ihn. Ich bin danach hier in Deckung gegangen. Ich bin durchs Wasser gehüpft mal. Ja, ja. Also er kam von rechts und ist nach links gegangen, aber ich habe quasi in diesem Camp seine Spuren verloren, also habe ich nicht mehr gesehen. Ich sehe sie. Zwei Leute schleichen sich gerade 150 durch den Wald. Ich sehe sie leider nicht. Sehr schwer zu sehen. Hat auf mich geschossen? Ja, komm weg da. Geh nach hinten runter. Ich könnte hier hochgehen eventuell. Bringt das was? Oder wo wollen wir hin? Ich bin in so einem Haus drinne. Bei mir. Alles klar. Ja, ich gehe hier ganz außen rum. Da dürften sie mich hoffentlich nicht sehen. Nur sein, dass ich nicht ganz zu dir komme. Der Richtung kam. Ja, da kriecht er. Ich sehe ihn da. Und das, nee, das könnte ein Zombie sein. Fuck, das ist ein Zombie. Ich bin jetzt gleich bei dir. Ich sehe sie nicht mehr. Mist. Hier können wir uns heilen, wenn wir getroffen werden. Wir haben bestimmt ganz außen rumlaufen. Doch, jo, Haus, relativ close zu uns. Süden, wie gesagt, da ist ein Haus. Da ist auf dem Dach. Ja, da ist er immer noch auf dem Dach. Wenn ich ihn baiten kann. Vielleicht kannst du ihn machen. Ich sehe ihn nicht. Da ist das nächste Dach. Ja, ich sehe das Dach. Also ich habe vollen Blick fast auf das Haus, nur da sehe ich einen. Oh, das ist ein düsterer Dude, ein T3-Dude. Nach hinten weg. Ich würde kommen, also anstatt den Kampf zu suchen, weißt du, wir haben einen toten Winkel für die. Hat er dich wegrennen sehen? Waren die Schüsse auf dich? Weil er schießt oft. Nee, das klang nicht, also das ist nichts bei mir eingeschlagen. Dann hat er ganz beschissen geschossen. Schießt ganz oft, immer noch. Er schießt nicht auf mich. Mich kann er nicht sehen. Okay. Vielleicht haben wir sie jetzt einmal kurz. Hast du getroffen? Nee. Okay. Ich wollte nicht lange schießen. Als ich ihn gesehen habe, habe ich halt versucht, einen schnellen Schuss abzuliefern. Ja, das ist so ein richtig fieser. Alter Schwede. So einer wie der, gegen den wir zu zweit mal gekämpft haben. Ja. Wissen noch weiter zurück. Ich weiß nicht, was es später noch für Scharfschützengewehre gibt, weißt du? Mhm. Also, es gibt welche mit Scope, glaube ich. Oder kommen welche mit Scope? Also, ich weiß, dass es in der Roadmap steht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe einen guten Busch, wo ich jetzt erstmal drin sitze. Ja, der kommt ganz links. Ist da ein Ausgang? Nein, die kommen. Ganz links, 150 Süden. Sind die so laut jetzt? Ja, das ist ein harter Bait, sag ich dir. Oder? Meinst du, das sind zwei Teams? Ich weiß es nicht. Vielleicht baiten die uns auch hart, ne? Weißt du, wir schießen, also die schießen und lassen uns rein. Das wäre ein Zombie. Aber die kommen aus 150. Wenn du vielleicht ganz links im Blick hast, also wirklich den Rand der Map.
da noch nicht vorbei sind. Zombies huschen durchs Bild. Fuck. Da, wo die geschossen haben, ist halt nichts. Nichts Ausgangmäßiges. Wenn die auf Zombies schießen, so wie der aussah. Bist du das? Ja, ich bewege mich. Will halt nicht, dass sie noch weiter außen vorbeigelaufen sind oder so. Wenn die schon vorbeigelaufen sind, könnte ich halt im Zweifelsfall sie. Ich habe zwar keinerlei Deckung, aber. Da läuft er. 150, zwei Stück. Laufen wirklich ganz zum Rand. Die laufen nach links weg. Also, die kommen wirklich am äußersten Rand, kommen die gleich. Deckung ist nicht so geil. Da sind die Zombies aggro. Ich sehe einen kämpfen. Ah, Entschuldigung. Die Chance war da. Ich schieß auf dich. Ich hab mich gesehen, 105. Bin da wieder in Deckung. Ich habe ihn gesehen, habe ich ihn nicht. Sir Benedict. Weiter zurückziehen wieder? Können wir. Ist das hart? Die haben auch nicht getroffen, ne? Nee, getroffen hat er mich nicht. Kommen jetzt wieder Zombies so langsam. Ja, hier ist der größte Abstand. Okay, okay. Wie weit kann man da links wohl noch laufen? Man könnte relativ weit nach links. Ich habe es ja ein bisschen getestet. Also ich gucke halt gerade nach SE. Das ist, da müsste ich sie sehen, wenn sie irgendwie durchlaufen. Das Problem ist, wenn einer von 75 kommt, könnte er mich halt vielleicht sehen. Ich riskiere es mal so ein bisschen ohne anzuvisieren. Ich guck gerade so in beide Richtungen. Ich muss immer links, rechts gucken. Ich guck gerade nach so 105. Ich habe den einen konnte ich gut sehen. Der hatte ein rotes Hemd an und so. Das war aber nicht mein, ich sag mal, T3-Schütze. Ja, ja, ja. Wo der, dieser Wookie ist, weiß ich nicht. Hier, wie heißen die von Star Wars? Die Ewoks da. Die, so einen Mantel die kleinen Wookies sind haben, die großen. Ja, aber die haben noch so einen Mantel an, oder? Wir hatten diese Kutte. Wie heißen die? Die das Sanddinger? Sind die ja, genau. So sieht der aus. Aber die Sanddinger heißen, glaube ich, nochmal anders. Gegner 90. Relativ offenes Feld. Offenes Feld. Ja, ja, ja. Ich sehe ihn nicht. Ja. Kam nicht an, mein Schuss. Das gibt's doch nicht. Das sind die beiden nicht, ne? Wo sind sie hingegangen? Dann, hinter den Hügel einfach? Sind wieder nach rechts gelaufen, wieder nach rechts. Das Problem ist, das sind die nicht. Haben die den Kampf gewonnen? Ich schwören können, ich hätte treffen müssen. Ja, dachte ich auch bei meinem Schuss. Bei dem jetzt, bei dem davor nicht. Das war nicht mein Ewok. Nee, ist richtig. Wir haben nochmal Schüsse gehört. Ich sehe einen. Ach, 105 war der. Die wissen auch ungefähr, wo wir sind. Also meine Schüsse konnten sie scheinbar komplett gar nicht deuten. Da ist er schon wieder 105. Und beide jetzt nach rechts eher weg.
Ja, 135 jetzt schon fast. Werden gleich im Sumpf auftauchen. 120, 135, da müssen sie gleich kommen. Oder die pushen jetzt auch ja, zu. Ja. Schön. Jetzt geht er wieder zurück. Ist wieder nach links 105 gegangen. Ich habe nur einen gesehen jetzt. Ich sehe den anderen, der ist noch weiter links. Ja. 100. Ich hab den anderen jetzt auch wieder gesehen. Genau 105 von mir in so einer Kuhle sitzt der. Laufen wieder nach rechts jetzt? Nee. Bleib doch einmal noch stehen. Gib mir die Chance. Ich weiß, das ist ein bisschen viel verlangt, aber. Jetzt laufen sie wieder nach links. Ich glaube, die kommen wieder von links jetzt, Kunan. Kann das sein? Die machen wieder. Hab sie nicht gesehen, ich glaube, die machen wieder das Feld. Also, er ist von 105 nach links gegangen. Ich sehe ihn. Wo ist er? 105, 120 dazwischen. Aber jetzt sehe ich ihn wieder nicht mehr. Ich habe nicht mehr so viel Munition für meinen Revolver. Da ist er wieder gewesen. Zwischen 105 und 120. Er läuft nach rechts. Also Sumpf? Ja, er steht aber wieder. Er tänzelt bei 120. Nicht, die Schüsse kommen mal. Ich sehe den mit Hut, du nicht auch, ne? Den rotes Hemd habe ich gesehen. Ja, die haben beide eins. Haben die beiden rotes einer Hemd? Hat Hut, einer kein Hut. Da habe ich eben nicht drauf geachtet. Aber die werden die anderen besiegt haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Pusht! Wo? Hab ihn down. 90. Komm, 2-on-1. 90 liegt einer. Wir pushen aber nicht weiter vor. Ich will nur die Leiche sehen. Scheiße, ich sehe sie nicht. Hut lebt noch. Er ist umgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er umgefallen ist. Angeschossen. Wo? Weit links würde ich sagen. Hat mich down. Hab ihn nicht gesehen. Hab ich. Oh, Kunde. Ich verlasse mich jetzt darauf, dass der andere down ist. Ja, komm, riskier. Sonst geht's auf meine Kappe. Also er ist umgefallen. Und du hast jetzt den mit Hut. Nein! Hattest du den mit Hut oder ohne? Lauf weiter. Weiß es nicht. Kannst du dich heilen noch? Ja, ich hab noch Medikit. Siehst du die andere Leiche? Deine? Nee, die liegt genau zwischen den Bäumen. Du musst halt riskieren, mich aufzuheben, wenn er ihn aufhebt. Weißt du, was ich meine? So, geht er auf Gunfight ein? Ich hab mich jetzt einmal voll. Oh, oh. Das war eine Granate, ne? Ich hab doch gesehen, dass der umgefallen ist. Fata Morgana. Oh. Riskant. Gib dich auf. Dann hauen wir ab. Ich bin wieder tot. Lauf. Lass mich liegen, Kunran, rennt. Nein. Jeder Schuss am Ende Treffer leider gewesen, ey. Ja, hat er gut gemacht. Gehen wir mal zurück ins Main-Menu. Hattest du den anderen jetzt gesehen? Also war das mein anderer? Oder hat sich dann noch einer eingemischt? Nee, das war auch wieder einer mit dem roten Hemd jetzt. Also der muss aufgehoben haben. Entweder hat er ihn aufgehoben oder er ist nicht downgegangen. Aber ich bin mir so sicher gewesen, dass er umgefallen ist. Dann war es mein Fehler. Ich vermute, er hat aufgehoben. Aber wie spannend, dann haben die den Wookie da überrannt. Jo. Müssen sie. Oh. So bitter. Gucken wir mal, was wir als Hunter neu haben. Ich habe ja immer noch Robert Bousfield. Und Edgar Grossem wäre bei mir auch schon T2. Aber der hat nichts T2-mäßiges an sich. Schauen.
Also ich habe wieder einen mit einer Side-by-Side-Shotgun und einer Winfield. Dann habe ich einen mit einer Sparks und einer Catwell, also mit einer normalen Pistole. Und ich habe noch einen mit einer, ich vermute, ich werde Raphael Morin, wie auch immer. Glaube ich, ich habe einen, der heißt Moreux. Moreux. Philippe Moreux. Nee, aber ich glaube, von denen nehme ich keinen. Dann equippe ich mal Robert Bausch. Oh, der hat ja die Spectre, diese Autoshotgun, die sehen wir ja jetzt als nächstes. Der hat ihn noch nicht. Okay. Autoshotgun? Ja, der hatte doch, habe ich ja gesagt, der hat so eine Shotgun, die öfter schießt. Revolution, eine Pump Action Shotgun, able to fire 5 shells in rapid succession. Okay. Die hat ihn noch nicht gehabt. Ah, Mist. War mein Fehler. Ah, schade. Ah, wäre ich da dann da geblieben, vielleicht hätte ich ihn holen können. So hatte ich jetzt halt durch die Shotgun halt den Nachteil, sage ich einfach mal. Allgemein meinst du? Das ja, weil ich jetzt halt, also als ich da nah dran war, da hatte ich den Vorteil. Klar, weil ich musste den einen einfach nur einmal treffen, dann war er down. Jetzt musste ich aber irgendwie wieder an ihn rankommen, so gesehen. Ja. Aber gut, passiert. Hättest du mich aber auch liegen lassen können. Ja, meine Güte. Hättest du mir ja später abholen können. Ein Dingens haben sie ja schon geworfen anscheinend, Molly. Ich weiß nicht, ob das für dich war oder für mich. Ich weiß nicht, es war von mir was weit weg. Also, ich weiß nicht, ob sie mich an einer anderen Stelle vermutet haben. Es ist oder bei so. Mir, also ich gucke ja in den Himmel, wenn du da bist. Ich habe die Explosion sozusagen gesehen, aber es hat mich nicht getroffen. Okay. Naja, spannend war es natürlich alle Male. Es kann nicht immer gut laufen. Klar, ne? So läuft das Spiel. 44-7 ist aber immer noch ganz gut, würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vor allem auch bei Kunnern. Ich würde mich selber an Support freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Tschüss.